Jo, meine Freunde, was geht? Habe ich Beef mit Miguel Pablo? Naja, so ähnlich auf jeden Fall. Wir haben ja mal Videos gedreht für Tim und Timothy im Kinderwunderland Solingen in der Nähe von Köln. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das kennt. Ist wirklich mega geil da. Real Talk hat mega Bock gemacht, da Videos zu drehen. Wir haben auch was für Miguel Pablo gedreht und das war vor 2 Jahren. Zwei Jahren, Digga, 2 Monaten oder so. Das war das denn? Im März, glaube ich, oder so waren wir da. Und jetzt hat er es hochgeladen. Also Props für die Schnelligkeit auf jeden Fall. Wir gucken da Yo natürlich Leute, rein, ne? was geht? Ich bin Miguel Pablo und willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute gibt es ein Video mit KuchenTV. Was geht, geht, Mann? Digga. Alles fit? Ja, Mann, bei dir? Der Bizeps sieht auch schon riesig aus bei mir, ne? Ja, der neue Mirko Rose ich jetzt. Genau, ich habe mir gedacht, da Mirko nicht mehr da ist. Konto bald wieder leer, alles gut. KuchenTV mich demnächst abziehen wird. Nein, wir werden auf jeden Fall heute Challenge gegeneinander machen. Und zwar haben wir wegen unseren damaligen Beefs noch ein bisschen was offen zu klären. Ja, perfekt, genau. Den Hype abgewartet. Haben wir uns gedacht, wir machen Challenges gegeneinander. KuchenTV versus MP. Und zwar werden wir erstmal Sumo-Ring, 1 gegen 1. Das wollte ich sowieso schon immer machen nach seiner Beerdigung. Dann Best of 3. Best of 3, genau. 3 Kämpfe hier. Dann werden wir einmal Wettrutschen machen. Und dann werden wir noch einmal Basketball gegeneinander und Fußball-Lattenschießen machen. Also, ich würde sagen, let's go. Ja, ich muss halt sagen, also der Drehtag hat wirklich mega Bock gemacht. Also, wir waren da halt locker den ganzen Tag. Das Problem war halt leider nur, wir haben halt Noah mitgenommen. Und ja, wir haben da, glaube ich, angefangen zu drehen um 12 oder so. Und waren halt irgendwie um 19.30 Uhr dann immer noch dabei. Und das ist halt seine Zeit, wo er halt ins Bett geht. Und das war halt ein bisschen stressig. Ja, sowas ist halt einfach, also wenn ein sehr kleines Kind hat noch, dann ist sowas halt leider sehr, sehr stressig. Also dann, ja, muss man halt sagen, kann er bei sowas eigentlich nicht mitkommen halt, auch wenn das halt erstmal hart klingt. Aber ja, es ist halt einfach stressig. Deswegen mussten wir uns da ein bisschen anstrengen, deswegen sind die Challenges jetzt vielleicht auch nicht so ultra durchdacht. Ich habe mir auch gerade so gedacht, so hä, ist ja voll dumm, so ein Wettrutschen zu machen. Also die Rutsche geht auch nur einmal so um die Ecke, das ist nicht mal krass oder so. Aber ja, ne, wir mussten uns da halt so ein bisschen anstrengen, einfach so schnell wie möglich das Video halt zu drehen. War ein bisschen doof zeitlich auf jeden Bälle. Fall. Ah, ich feiere das, Mann. Jo, Leute, es gibt jetzt eine kleine Werbeunterbrechung. Ja, erstmal vielen Dank so an Wade Shadow Legends für das tolle Weltbild. Über 400 Mars und wieder zurückzureisen. Nice. Aussieht. 13 an diese Ritten und Champions. Und wenn du. Spiel zu erhalten. Junge, Bro, geht das so wie 10 Minuten oder? Jo, wir haben einfach YouTube kaputt gemacht. Unter dem Namen Miguel Pablo. Du kannst im Game gar nicht enden. Außer die haben das gepatcht, aber eigentlich kannst du dich gar nicht enden. Also hast du einfach gelogen, Bro. Von 3, 3, 2, 1, go! Digga, nice, das ist doch hier, von welchem Rapper ist denn das? Das ist nicht Tupac, Digga? Oder ist ordentlich Schmackes hinter auf jeden Fall. Ey, ja, ich sag euch, no joke, das macht richtig Bock. Schreibt jetzt in die Kommentare, was denkt ihr, wer gewinnt die erste Runde von den drei, ich oder er? Haut auf jeden Fall gerne mal rein. Ja, 1 für KuchenTV. Ich schreibe einfach KuchenTV oder Miguel. Ja, wer denkt, wer gewinnt da die erste Runde? Er sieht eigentlich schon sehr gut für mich aus, ne? Wobei Miguel Pablo auch immer noch gut steht. Er ist aber nicht vergessen, Digga, ne? Ich weiß, dass es von Eminem ist. Ich habe den Song selber in meiner Playlist. Und. Die beiden schenken sich nichts. Oh, Digga, es ist sogar jetzt echt knapp, jetzt ist es vorbei, oder? Oh, nee, er ist sogar nochmal zurückgekommen. Okay, das wusste ich gar nicht. Ganz knapp. Oh. Oh, Digga, gewonnen. Super anstrengend, Alter. Alter. Fuck, Mann. Anstrengend. Und nochmal. Okay. 1-0 für Tim. Ja, Digga, wir haben das ja auch davor schon für Tim Held aufgenommen. Da habe ich, glaube ich, sogar auch gegen ihn gespielt gehabt. Es ist wirklich mega anstrengend. Also kämpft da mal wirklich, dass ihr so 3-4 Mal gegeneinander euch haut. Das ist wirklich, es ist mega anstrengend, Mann. Es geht mega auf die Ausdauer irgendwie. In der zweiten Runde, sage ich euch, wie es ist, da haut er mich sofort raus. Ich hätte gar keine Kraft mehr. Wirklich. 3, 2, 1, los. Oh! Ja, guck mal, Junge, aber auch ohne da Probleme. Ist das 1-1. Jetzt geht's um die Wurst. Wer das letzte Spiel gewinnt, der gewinnt das erste Spiel. Ja, ah, genau. Nice. 3, 2, 1, los! Boah. Was denkt ihr, wer gewinnt? Leute, haut mal rein. KuchenTV oder Miguel Pablo ist jetzt doof für die KuchenTV Uncut-Zuschauer, aber toll, das kann nicht immer jeder gewinnen. Ne? So ist es halt einfach. Oh, Miguel, glauben die meisten hier. Es hat auch noch keiner KuchenTV reingeschrieben. Doch, da! Dankeschön, Bro. Jonas, du bist mein Mann, oder? Ja, doch, Jonas. Ehremann. Okay, jetzt kommen ein paar, die Kuchen schreiben. Ja, hier ein bisschen. Ja, weiß es nicht, wer gewinnt. Sieht gerade ja gut für ihn aus. Wenn er mich jetzt weghaut, bin ich weg. Aber. Der Geschmack ist wieder am Start. Oh, jetzt ist wieder ausgeglichen. Ja, und da habe ich natürlich einfach weggehauen. Oh. Ja, easy, meine Freunde, kein Problem. Nein! Okay, das erste Spiel geht an den jungen Mann, der hier so ästhetisch aus dem Ball rausgeht. Muss aus der anderen Seite raus, glaube ich. Ja, jetzt hat er das. Okay.
Okay. Boah. Alter. Auf jeden Fall anstrengend. Ja, ich hab gewonnen, alles cool. Okay, komm, nächste Runde. Fair play. Wer ist diese hotte blonde Lau? 3, 2, 1, go! Ja, wie gesagt, das habe ich halt jetzt auch nicht verstanden, halt, weil. Ja, das war's halt, ne? Ich bin wieder perfekt. Nein! Einfach die DMs gestylt, Alter. Wie läuft's, Bro? Gewinnst du etwa? Oh, ich denke, ich gewinne. 501 ist krank. Einmal lächeln. Geiles Lächeln. Digga, was war das für. 501 ist krank. Alter. Einmal lächeln. Was ist das für ein Lächeln? Halt's Maul, ey. 3, 2, 1, go! Junge, eine halbe Sekunde stehen, Scheiß. Ja, Mann, ihr wisst Bescheid, Leute. Zeit wenn Mama 1-1. Mich fragt, ob ich Gras geraucht habe. Okay. Was ist mit seinem Handy? Ah, keine Ahnung. Ja, Mann. Okay, Leute, es steht jetzt 1-1. Ich habe ausgeglichen. Ihr wisst Bescheid. Es bleibt spannend. Normalerweise ist es auf meinem Kanal so, dass ich fast jede Challenge verliere. Sogar gegen den 7-Jährigen damals, Benjamin. Dennis' kleiner Bruder habe ich auch verloren. Ich dachte Benjamin Blümchen. Und ich habe mich sogar angestrengt. Also, wenn ich dieses Mal gewinne, dann... Hast du gewonnen. Genau. Nice. Genau, das wollte ich sagen. Es geht um 10.000 Euro, meine Freunde. Ja, es geht um 47.000 Euro. Der Gewinner kriegt das Geld von Mirko Rosig. Nein, wir werden auf jeden Fall, die Bestrafung wird sein, wir werden diesen Basketball auf den nackten Rücken hauen. Nein. Tim ist nicht so begeistert. Jetzt machen wir von der Mittellinie immer abwechselnd werfen. Wer zuerst trifft, hat gewonnen. Der andere kann aber natürlich ausgleichen. Ja, ist halt auch so eine dumme Challenge. Ich spiele ja halt kein Basketball, ne? Und dann auch noch von der Mittellinie. Okay. Digga, ich verliere heute jedes Mal, weil ich fange an. Okay, Pablo war auch 10 auf dem Bild, oder? Was die Linie wird eingereicht, jawohl. Und bam. Also wenn das mal nicht stark war, dann weiß ich auch nicht. Was denkt ihr, treffe ich jetzt oder treffe ich nicht? Was glaubt ihr? Schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare jetzt. Treffe ich oder nicht? Ist knapp, meine Freunde. Ja, ja, ist halt, ja, ist auch klar, ich spiele halt überhaupt kein Basketball. So. Das muss man natürlich jetzt erstmal toppen. Es bleibt spannend. Bro. Ey, warum habe ich immer so Pech bei meinem Kanal? Von der Mitte, auf einmal trifft der. Das ist der Algorithmus, der mich verlieren lässt. Digga, es ist so lächerlich, oder? Ey, jetzt von Retalk, es ist doch einfach nur lächerlich, Mann. Ey, ich spiel mal gegen Mega Pablo Basketball, der macht jeden Ball rein. Ohne reden. Ja, was, willst du auch während dem Wurf reden, oder was, Alter? Sonst fang ich in der NBA an. Ja, alles klar, Bro. Ja! Es war sogar relativ knapp, ne? Also. Okay, 2-1. Okay, Leute, es steht jetzt 2-1 für mich. Wir machen jetzt Lattenschießen. Und ach Leute, ich wusste gar nicht, dass so ein Spiel kommt. Deswegen würdest du einige enttäuschen, wenn du gegen mich verlieren würdest. Aber ich habe auch mal Fußball gespielt, deswegen wird das ganz spannend, denke ich. Ich mache ihn kurz steif, dann komme ich wieder. Wie er wirft. Ja, eigentlich wirft man ja so, aber ich kann irgendwie so nicht werfen. Deswegen habe ich einfach so versucht, ich weiß nicht. Was, du machst ihn steif? Lattenschießen? Ach so. Okay. Stimmt, ich bin ja mit Kuchen zuvor. Falsches Spiel. Nice, danke fürs gelbe Video. Fast so gut wie ABK. Nice. Werbefreundlichkeit Pizza. Ja, heftiger Effekt hier, ne? Was ist das, Alter? Okay, das ist meine Chance. Das erste Mal könnte Miguel Pablo auf seinen eigenen Kanal eine Challenge gewinnen. Ich habe noch nie eine Challenge auf meinem Kanal gewonnen. Richtig? Nein. Selbst gegen den Siegerigen nicht. Den du damals geroastet hast, danke dafür. Viele Grüße an Benjamin. Nein! Ja, ne, also ich finde tatsächlich auch, also ich habe Miguel Pablo da ja auch sinnvollerweise irgendwo auch im Real Life kennengelernt, also ist ja auch klar,
wir stehen nebeneinander und drehen ein Video. Und ich muss auch sagen, er ist wirklich mega sympathisch. Also ich finde es immer noch sehr, sehr schade, wie er sich in seiner ganzen YouTube-Laufbahn so verkauft hat. Vielleicht ist er auch einfach reifer geworden und weiß halt jetzt, dass er halt so nicht mehr weit kommt. Und das ist er vielleicht auch einfach gar nicht mehr. Aber ich muss echt sagen, sehr sympathischer Typ. Also ne, ich mag ihn auf jeden Fall. Also beides ist von Hugo Boss, Bruder. Kuchen sieht aus wie eine gelbe Tonne. Runde. Es war wirklich knapp bis zum Ende, muss man sagen. Ich habe die erste Challenge gemacht. Auf welcher Position spielst du, Kuchen? Sturm, Außen, offensives Mittelfeld, sowas. Leute, ich kann in Ruhe sterben. Okay. Deswegen bin ich Trainer und kein Spieler. Ich bin auch Spieler. So, jetzt kommt die Rache. Soll ich mich hinlegen oder was? Ja. Ein gutes Thumbnail meinst du, wa? Okay. Ich bin immer noch irgendwie voll dünn, ne? Ich habe irgendwie Probleme zuzunehmen, ich weiß auch nicht. Okay, Leute. Ja. Jetzt die Bestrafung. Oh. Er hat auch voll die Seite getroffen, Alter. Das hat echt mega weh getan. Oh, gönnt euch. Oh mein Gott, was? Was? Geruch, Digga. Oh mein Gott. Ja, ich hab's auch mal verdient, Digga. Wer so scheiße ist und verliert, Digga. Okay, Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Nach langem Endschau wieder eine geile Challenge. Auf jeden Fall fett danke an Kuchen, dass wir heute hier drehen durften. Auch wie heißt das hier? Tiki-Taka-Land? Tiki-Kinderland. Tiki-Kinderland, Digga. Der hält sich gern privat auf. Digga! Er hat die Latte getroffen. Ist leider nicht auf Video. Wir haben traurig. Auf jeden Fall nice Videos auf Tim und verlinkt? Kanal. Oh, hat er sogar jetzt ein bisschen den Kanal verlinkt. Ja, obwohl? Ach nee, sein letztes Video. Autsch, Digga. Naja, ganz gutes Video geworden. Ne?